Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich also willkommen jetzt zu der Podiumsdiskussion Web 2.0 im Kreuzfeuer, das erneut live übertragen wird in unserem Livestream. Also ich heiße nicht nur Sie willkommen, sondern auch diejenigen, die jetzt die Diskussion live mitverfolgen werden. Ich heiße ganz herzlich willkommen auf dem Podium Frau Sabria David von Slow Media. Herzlich willkommen. Sie können auch applaudieren. Aus Bonn angereist Dr. Stefan Eisel, Projektleiter Internet und Demokratie der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin. Herzlich willkommen. Herr Jürgen Pelzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Goethe-Universität Frankfurt, von Anfang an hier bei der Tagung mit dabei, ebenfalls herzlich willkommen. Moderieren wird dies Herr Ralf Gaspari, Leitender Redakteur des Südwestrundfunks. Herzlich willkommen. Und ich darf Ihnen auch sofort das Wort erteilen. Bitte schön. Herr Eisel, Internet und Demokratie, wie ist das? Befördert das Internet die Demokratie? Ist es eine Gefahr für die Demokratie? Bietet es neue Chancen der Partizipation? Also das Internet ist weder gut noch böse, sondern es hängt davon ab, was man damit macht. Unter den Gesichtspunkten der Bedeutung für die Demokratie ist es zuerst wichtig, die Bedeutung und Verbreitung des Internets überhaupt realistisch einzuschätzen. Man darf nicht vergessen, wenn man das am Kriterium der über 14-jährigen deutschsprachigen Bevölkerung misst, dass fast ein Drittel der Menschen gar keinen Internetzugang haben. Von denjenigen, die einen haben, nutzen etwa ein Drittel diesen Internetzugang selten, das heißt weniger häufig als einmal im Monat. Als regelmäßiger Internetnutzer gilt man in allen Statistiken, wenn man mindestens einmal im Monat das nutzt. Und das ist also ein relativ großzügiges Kriterium. Und von denjenigen, die es nutzen, sehr viele dann eben zum Abruf von E-Mails und so weiter. Und das, was man als Social Web bezeichnet, kann man sagen, dass es etwa 15-20% nutzen. Und das muss man also, wenn man die Bedeutung für die Demokratie nimmt, sehen. Es ist übrigens ganz interessant, dass sich diese Zahlen in den letzten 4-5 Jahren praktisch nicht verändern. Und das Zweite, was man sehen muss, ist, in der Politikwissenschaft hat man ursprünglich dem Internet eine sogenannte mobilisierende Wirkung zugesprochen. Die Mobilisierungsthese. Also, dass durch das Internet neues Interesse an Politik im weitesten Sinne geweckt werden könnte. Diese These wird heute in der Wissenschaft überhaupt nicht mehr vertreten. Das Internet hat sich herausgestellt als verstärkend, also die sogenannte Verstärkungsthese. Das heißt, es bietet eine zusätzliche Plattform für diejenigen, die sich in Parteien, Verbänden, Vereinen und sowas oder durch individuelles politisches Interesse politisch interessieren, eine zusätzliche Plattform sowohl der Informationsbeschaffung als auch der Artikulation der Interessen. Insofern, weil es eine zusätzliche Plattform ist, ist das Internet für die Demokratie wichtig, wie andere Medien auch, wie Fernsehen, Zeitungen, Versammlungen, Gespräche, was weiß ich, wichtig. Aber es revolutioniert die Demokratie nicht grundsätzlich und vor allem mobilisiert es nicht zusätzliche Beteiligung oder zusätzliches politisches Interesse. Herr Peter, Sie sind Mediendidaktiker und haben Lehrstuhl auch für Religionspädagogik. Wie ist das denn aus der Sicht der Kirchen? Was ist das Internet, das Web 2.0 da? Auch so ein Verstärkungsmedium? Ja, auch nicht mehr. Es ist spannend, weil die Kirchen sind zumindest vom Vatikan, wir hatten es gestern in dem Vortrag von Professor Torfer Lepsi, sehr früh darauf aufmerksam geworden, dass die sozialen Social Media, vor allen Dingen die sozialen Netzwerke, genau das sind Verstärker. Also diese These, dass nur weil wir jetzt diese neuen Partizipationsmöglichkeiten haben, dass die deswegen auch genutzt werden und da was Neues entsteht, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, das hat sich gezeigt. Es kann nur das verstärkt werden, was da ist. Von Seiten der Kirchen aus bietet sich eine große Möglichkeit durch die Social Media. Die Beteiligung wird ermöglicht. Und ich will es nochmal so ein bisschen in die Gesamtentwicklung stellen. Also dieses Phänomen, das wir jetzt seit 2003
und jetzt verstärkt die letzten Jahre die sozialen Netzwerke haben, die Kinder haben, werden es feststellen, sind da teilweise stundenlang am Tag drin. Dass wir diese Entwicklung haben, ist ja auch so ein bisschen Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung. Also man kann zu Sinus stehen, wie man will, aber Sinus, die Studie zeigt eigentlich sehr schön, wie sich Gesellschaft und damit eigentlich alle Bereiche von der Kirche bis zur Politik hin in so eine postmoderne Zeit bewegen, in der es eben nicht mehr wie in den 70er Jahren das Integrationsmilieu oder die bürgerliche Mitte gibt mit 50%, das heißt jeder zweite Deutsche war so von dem Milieu her geprägt, sondern dass wir jetzt die 10 Milieus haben mit ganz unterschiedlichen Ästhetiken, ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen, die sich da aber wieder in den sozialen Netzwerken eigentlich zumindest diese modernen Milieus, die Performer und die Experimentalisten, das ist denen ihr Medium. Und von daher ist die spannende Frage auch in der Kirchenperspektive jetzt, es wird sehr stark genutzt, mit sehr vielen Schulungen in dem Bereich. Die spannende Perspektive ist erstmal, will man jetzt überhaupt den Zugang zu diesen Milieus? Also das ist so ein bisschen die grundsätzliche Frage, will man es überhaupt nutzen? Jetzt hat der Eisel was ganz Interessantes gesagt, ich habe das jedenfalls so verstanden, er hat gesagt, diese Chancen des sozialen Netzwerks oder der sozialen Angebote im Internet werden eigentlich gar nicht so stark genutzt. Mhm. Ja. Sehen Sie das eigentlich auch so? Weil, also, Sie haben ja eine Erfahrung gerade auch ein bisschen artikuliert, unsere Kinder, meine sind 13 und 17, bewegen sich eigentlich täglich mehrere Stunden in den Netzwerken. Ja. So, jetzt chatten die natürlich nicht über Politik. Und ich glaube auch nicht über Kirchen und die Stellung des Vatikans, sondern die chatten eher über den nächsten Treffpunkt, über die Arbeit, die schiefgelaufen ist und über Mädchen oder was weiß ich. Oder wie ist das? Also ich würde dazu stimmen, das ist auch die Beobachtung, also viele dieser Projekte ist nur, weil ich jetzt ein Wiki anbiete oder einen Blog anbiete, wo kommentiert werden kann. Gerade Blogs im kirchlichen Bereich ist oft die Erfahrung, man macht sich viel Arbeit, stellt den Blog hin und jetzt kann kommentiert werden und keiner kommentiert. Das ist die eine Beobachtung. Die andere ist aber auch in den sozialen Netzwerken, in Facebook, da geht die Post ab, würde ich sagen. Wenn man einfach mal guckt von der Tageszeit, die zumindest bei der jungen Generation da reinfließt, man muss sich ja vorstellen, die sind eigentlich je nach Studie zwischen 2 Stunden und 3 Stunden am Tag in den sozialen Netzwerken und da ansprechbar. Also da geht schon die Post ab. Die Frage ist jetzt nur, was wird verstärkt oder wer? Das ist der entscheidende Punkt. Ich will es kurz auf einen Punkt bringen. Was ist das erfolgreichste Facebook-Projekt im Moment im kirchlichen Bereich? Es ist, vielleicht werden die Onliner da zustimmen oder widersprechen, ich bringe mal ein Beispiel, ein Pfarrer in Frankfurt, der sehr viel mit Jugendlichen arbeitet, der macht es wie folgt, der macht nicht selber die Facebook-Seite, sondern lässt die Jugendlichen die unter seiner Aufsicht machen. Das hat Zweifel, ich habe hier mit den jungen Leuten im Publikum eben auch versucht, in der Pause ein bisschen zu sprechen. Das ist eigentlich das Spannende. Wen verstärken wir? Gehen wir noch von dem Sendermodell aus, dass wir in die Netzwerke gehen und als Anbieter unsere Informationen verbreiten? Oder verstärken wir eigentlich diejenigen, die da eh schon aktiv sind? Das heißt, so gesehen müssten, wenn Sie jetzt hier rausgehen als AKSB, Sie gucken, wen können Sie eigentlich unterstützen oder aus Ihren Veranstaltungen, wen können Sie unterstützen, dass der eigentlich in Facebook einen Bericht macht von der Tagung und gar nicht mehr Sie? Also das ist der entscheidende Wandel auch, würde ich sagen, als provokante These. Natürlich verändert das Internet Dinge. Keine Frage, wie das Fernsehen Dinge verändert hat beispielsweise. Die Tatsache, dass es eine unbegrenzte Speichermöglichkeit gibt, beispielsweise, dass Dinge nicht mehr vergessen werden können. Die Tatsache, was Sie gesagt haben, dass sich natürlich Sprache verändert. Aber es gibt auch Mythen, die mit dem Internet assoziiert werden. Zum Beispiel, dass das Internet hierarchiefrei sei. Ja, es ist natürlich nicht hierarchiefrei, sondern es ist ausgesprochen hierarchisch. Es kann zwar jeder was sagen, aber nicht jeder wird gehört. Und derjenige, der mehr Ressourcen hat, der wird auch mehr gehört. Das ist im Internet genauso wie sonst irgendwo. Wikipedia läuft als Mythos durch die Gegend, es sei ein grunddemokratisches, hierarchiefreies Medium. Es gibt kaum etwas Hierarchischeres als Wikipedia. Denn die Frage, wer letztlich zulässt, welche Änderungen zugelassen werden, ist eine ganz kleine Gruppe von Leuten. 4.500 Leute weltweit, in Deutschland sind es 450 bis 500, die entscheiden, was zugelassen wird. Und sie entscheiden das nach der Häufigkeit ihrer eigenen Aktivität.
Also im Internet droppt sehr häufig. Es ist eine rein quantitative Betrachtung. Wenn ich häufig Artikel einstelle und ändere, bekomme ich so in einem hierarchisch abgestuften Verfahren irgendwann die Möglichkeit, andere Artikel zu sperren, Diskussionen als Schiedsrichter zu spielen. Und ich will nur darauf aufmerksam machen, natürlich verändert das Internet Dinge, aber wie ich vorhin gesagt habe, es ist weder gut noch böse, es hat beide Seiten, es ist ambivalent. Es kommt darauf an, was man damit macht. Und eine Fußnote noch zu den Piraten. Also natürlich sagen die Piraten, wir entwickeln unser Parteiprogramm durch gemeinsame, ja, Liquid Democracy, entsprechende Verfahren. Es ist aber hochinteressant, dass selbst von den Mitgliedern der Piraten, die ja nun ohne Zweifel besonders internetaffin sind, sich nur 5% von den Parteimitgliedern der Piraten, sich nur 5% an diesem Diskussionsprozess im Internet beteiligen. Also, es hat sozusagen beide Seiten. Es ist auf der einen Seite die Öffnung für alle und auf der anderen Seite die Dominanz durch wenige. Es gibt auch diesen schönen Spruch, in dem natürlich ein Kern drin ist, das Internet ist ein Forum für die Herrschaft der Zeitreichen. Es privilegiert übrigens, wenn ich das noch sage, es privilegiert übrigens auch alle, vermutlich alle hier im Raum, die am Arbeitsplatz einen Computer haben. Alle Berufsgruppen, die am Arbeitsplatz keinen Computer haben und die schon allein dadurch in ihrer zeitlichen Zugangsmöglichkeit eingeschränkt sind, sind benachteiligt. Und in unserer, wir tendieren ja eh dazu, alles so zu akademisieren, die Berufsgruppen von der Frage des Kochs bis zum Busfahrer spielen in unserer Gesellschaft nicht eine Minderheitenrolle, das sind die dominierenden Gruppen. So, Herr Petz, jetzt müssen Sie das nochmal helfen. Also tiefgreifender Wandel, ja, aber wo liegen jetzt nochmal die Chancen? Und vielleicht können Sie nochmal anschließen, weil Herr Eisenhardt eben über die Mythen geredet hat, fand ich sehr interessant. Ja, definitiv. Und ich würde ein neues Wort in die Runde bringen, und zwar von der Evolution sprechen. Weil ich glaube, der Wandel ist sehr tiefgreifend, der durch das Web 2.0 passiert, aber er ist auch nicht wie bei einer Revolution so schnell. Weil die Strukturen ändern sich sehr langsam, Personen ändern sich sehr langsam, aber die Änderungen kommen, die sind ansatzweise schon da. Und das Spannende ist ja auch, wir haben jetzt seit ungefähr 6-7 Jahren mit dem Phänomen zu tun. Und es gibt ja schon die ganzen Erfahrungen aus den Firmen. Gucken wir doch mal, was ändert sich denn da? Der Herr Erdl hat da ein paar schöne Beispiele gebracht, die, denke ich, genau die Richtung zeigen, wo es hingeht. Chibo Ideas. Chibo geht hin und sagt, wir machen nicht mehr Produkte für euch Kunden, sondern wir entwickeln mit euch die Produkte. Also wir entwickeln mit euch die Produkte. Das heißt, ein kompletter Dreh im Kopf, der da stattfindet. Was heißt das für die Bildungsarbeit? Ich bringe mal wieder das eine Beispiel, Facebook. Da ist ein Pfarrer in Facebook, der sagt, ich mache eigentlich nicht mehr die Angebote, sondern dass die Jugendlichen, mit denen entwickle ich Angebote. Was kommt bei raus? Der Aldi-Abend. Der Aldi-Abend ist der Renner in der Jugendkirche Jona in Frankfurt. Und jetzt kann man da, und das ist der Punkt, das ist Kontrollverlust. Das heißt, ich bestimme nicht mehr genuin die Inhalte, sondern ich entwickle die mit. Und der Punkt ist, ich habe diesen Aldi-Abend dann gezeigt bei einer Runde junger Pastoralreferenten und die sind bald von den Plätzen aufgesprungen teilweise und haben gesagt, das geht nicht, das ist nicht Kirche, was da stattfindet, ein Aldi-Abend in der Kirche, das geht doch nicht. Also da kommen wir genau an den Kern, wo sich zeigt, was sich ändert und was dann aber auch sozusagen an Umdenken erfolgen muss, dass die Änderung auch Frucht tragen kann. Gut. Also ich würde schon sagen, dass die gemeinschaftliche Produktentwicklung durchs Internet leichter ist, aber neu ist das überhaupt nicht. Ja. Sprechen Sie mit einem örtlichen Bäckermeister, einem örtlichen Restaurantbesitzer, dem örtlichen Schreinermeister im Dorf, der natürlich, das ist ja ein Grundprinzip einer marktwirtschaftlichen Ordnung, seine Produkte an den Kundenbedürfnissen ausrichtet. Und die Kundenbedürfnisse bekommt er durch die entsprechenden Rückmeldungen. Ja. Die sind jetzt elektronisch, aber das Prinzip ist nicht neu. Nee. Wenn die Bildungsarbeit, was ich ja überhaupt nicht vermute, dass das in den katholischen Bildungswerken so wäre, wenn die Bildungsarbeit jetzt erst durchs Internet die Möglichkeit entdecken würde, mal die Teilnehmer an Bildungsangeboten zu befragen, was sie von diesen Angeboten eigentlich halten, dann wäre das ja eine überraschende Sache. Das gehört doch zur politischen Bildungsarbeit oder zur Bildungsarbeit allgemein seit Anfang an
mit dazu. Es gibt jetzt ein Instrument, was das es leichter macht. Ein Pfarrer, der seine Gemeinde nicht kennt, und zwar die kirchliche Gemeinde, die außerkirchliche Gemeinde, und die jetzt erst mit Hilfe des Internets entdeckt, der ist mit dem Internet genauso erfolglos, wie ein Pfarrer erfolgreich war, der vor dem Internetzeitalter schon auf die Idee gekommen ist, dass ein Pfarrgemeinderat vielleicht auch ein Dialoggremium ist, ja, und nicht nur eins, was zufälligerweise gewählt wird. Also, da würde ich gerade nur reingrätschen, weil Sie wollten ja ein bisschen Kontroverses hier haben, ein bisschen Feuer. Genau, ich lege mal noch ein bisschen Öl ins Feuer, weil an einem Punkt würde ich nochmal zustimmen, ganz stark, und an einem Punkt ganz stark widersprechen. Dieser Punkt der Zustimmung ist, dass nichts Neues ist. Also es wird technisch unterstützt, dass die Vorgänge, die gab es alle schon vorher. Sie sind jetzt zeitlich entgrenzt, räumlich entgrenzt, sind im Internet. Was aber komplett neu ist, ist die Art und Weise der Vergemeinschaftung, die dadurch ermöglicht wird. Wie der Herr Schmidt gestern in seinem Vortrag gesagt hat, die Möglichkeit, dass Menschen sich zusammenfinden zu Themen oder zu Aktionen, das gab es vorher so nicht. Und ich würde noch, um auch mal ein bisschen den Bad Cop zu spielen, sagen, was? Den Bad Cop. Also es muss ja immer beim Verhör einen guten geben und einen schlechten psychologisch, damit der Täter auch gesteht. Und vielleicht kann ich Sie zum Geständnis bekommen, indem ich einfach mal sage, die Bildungsarbeit in der katholischen Landschaft ist noch weitestgehend sehr weit davon entfernt, wegzukommen von diesem neuen Paradigma zu sagen, wir beteiligen die Leute. Weil es noch sehr viel im Sender-Empfänger-Denken ist, noch sehr viel ist, ich habe Informationen, Werte, die muss ich an die Leute bringen, und noch sehr wenig ist, dass überhaupt Evaluation gibt, aber dass überhaupt partizipative Formate auch vor Ort gemacht werden. Es ist sehr oft noch so ein Sender-Empfänger-Denken. Also es geht bis dahin, dass wir sagen, wir holen uns mal einen Experten, den hören wir uns an, anstatt zu gucken, welche Erfahrungen machen denn die Leute, die da sind. Also ich lasse bloß ein bisschen, ja, um so ein bisschen Feuer ins Wasser. Feuer bedient. Und zwar, was der Herr Pelzer sagt, ist ein wichtiger Aspekt, nämlich dieser Rückkanal. Ja? Und der Rückkanal, also dass ich als Kunde zum Beispiel... Also so als Unternehmen oder als Kirche, ja, ich sage, ich investiere jetzt im Web 2.0, ich fange jetzt an, ich mache jetzt so einen Kanal auf und dann kann ich in diesem Informationsblatt, ist ein Interview zu dieser medienethischen Diskussion, und da kann man eigentlich, sieht man das auch sprachlich, ich bin ja eigentlich Sprachwissenschaftlerin, der wird über die neuen Medien gesprochen und wie die einbezogen werden. Jetzt rein sprachlich, da stehen Sachen wie Gehör finden, präsent sein, auf welchem medialen Weg etwas an die Nutzergruppen zu bringen ist, etwas zur Verfügung stellen und Ansprache. Ja. Wenn Sie jetzt tatsächlich da Web 2.0 im Blick haben, muss man sagen, Sie können das alles verdoppeln. Und zwar genau, indem Sie den Umkehr immer dazu sagen, nämlich nicht nur Gehör finden und präsent sein, sondern auch unsere Gläubigen finden bei uns Gehör und sind bei uns präsent. Ja? Und nicht nur auf welchem Weg die Botschaft an die Nutzergruppen zu bringen ist, sondern auf welchem Weg kommt die Information von den Nutzergruppen zu uns oder zur Verfügung stellen. Was stellen uns unsere Gläubigen zur Verfügung? Ja, also Sie haben, und Ansprache, nicht nur, das heißt nicht nur welche Ansprache, sondern wie kann ich angesprochen werden? Ja? Und das ist wichtig, weil wenn man sich auf dieses Feld begibt, dann muss man vorher wissen, was fange ich mit den Sachen an, die da auf mich zukommen. Darf ich gerade noch eine sehr interessante Umfrage der Bertelsmann-Stiftung einführen, weil bei Ihrer Frage gewinnt man neues politisches Interesse ja auch so indirekt dahinter steht, ja, der Prototyp des im Prinzip politisch Interessierten an Partizipation interessierten Bürgers. Bertelsmann-Stiftung hat im Sommer eine Umfrage vorgelegt, mit nur ganz wenige Zahlen nennen. Wären Sie bereit, sich über Wahlen hinaus am politischen Prozess zu beteiligen? 60% sagen ja, 40% sagen nein. Was halten Sie für die beste Form der politischen Beteiligung? 94% sagen Wahlen. 5% sagen, Wahlen kommen für mich nicht in Frage.
78% sagen Volksabstimmungen. 21% sagen, Volksabstimmungen kommen für mich nicht in Frage. Und bezogen aufs Internet, Abstimmungen über bestimmte Fragen im Internet, sagen 45% der Befragten, möchte ich gern, 54% sagen, kommt für mich nicht in Frage. Verfassen von Internetblogs sagen 30% würde ich machen, 67% kommt für mich nicht in Frage. Das sind sozusagen die realen Zahlen und das hat auch etwas damit zu tun und das gehört zur Demokratie mit dazu. Also Wolfgang Abendroth zitiere ich seltener, aber Abendroth hat völlig recht. Das Grundgesetz gibt das Recht, unpolitisch zu sein. Es gibt die Freiheit, unpolitisch zu sein und auch das Recht der Delegation durch Wahlen gehört dazu. Und man darf jetzt nicht mit dem Internet, sagen wir mal, ein Menschenbild verbinden, was davon ausgeht, alle wären sozusagen, sollten irgendwie partizipativ politisiert sein. Der Mensch hat das Recht für sich selber in der freiheitlichen Demokratie zu entscheiden, ob er will oder nicht. Und 40% sagen, außer Wahlen will ich gar nicht. Deswegen vielleicht nochmal so formuliert, das Internet schafft keine neuen Tatsachen. Aber das ist ein unheimlich guter Resonanzraum für bestehende Tatsachen, für bestehende Bedürfnisse und Wünsche, die vorhanden sind. Also das sehen Sie zum Beispiel an den arabischen Revolutionen oder wenn man jetzt, es ist, glaube ich, wäre zu platt zu sagen, das ist jetzt nur Mobilisierung, weil so eine technologische Infrastruktur wie das Internet produziert nicht einen bestimmten Wunsch, das Regime zu stürzen. Aber es ermöglicht den Leuten, die dieses Bedürfnis haben, um den Wunsch zusammenzufinden, um genug Stärke zu haben, das auch in die Tat umzusetzen. Wenn das da ist, dann ist das eine unheimlich gute und sehr nachhaltige Methode, dem Ausdruck verleihen zu helfen. Ja, also es schafft nicht irgendwas, was nicht da ist, aber wenn etwas da ist, dann schafft es die Verbindungen zwischen diesen dezentralen Sachen und dann kann das zu einer großen Sache werden. Also und das gibt ist ja, sehr, ja, sehr viel, also gerade im Hinblick auf politische positive Weiterentwicklung im Sinne einer Demokratie. Das also ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr viel mehr, weil wenn man jetzt vergleicht, wenn diese technologische Infrastruktur nicht da gewesen wäre, wäre es dazu auch vielleicht nicht gekommen, weil ja autokratische Systeme gerade sehr stark mit der Verhinderung von Kommunikation arbeiten. Also ich würde auch sagen, ohne Zweifel erleichtert das Internet viele Dinge in allen möglichen Bereichen. Trotzdem ganz interessant, dass die höchsten Demonstrationsteilnahmen in Ägypten in den 5 Tagen waren, als das Internet und die Mobilfunknetze abgeschaltet waren. Also man muss auch da sich das differenziert betrachten. Auch die Frage, natürlich hat das Internet eine menschenrechtsfördernde Wirkung, weil es Informationen schneller weiter verbreitet. Aber Morozov, einer der interessanten Blogger, hat darauf hingewiesen, und das ist inzwischen auch unstrittig, das Internet erleichtert auch das Verfolgen von Oppositionellen. Das ist ja auch inzwischen die staatliche Macht in Diktaturen, dringt sozusagen tiefer ein und findet die Leute. Das ist so ähnlich wie mit diesen Online-Petitionen. Ursprünglich brauchte man, damit der Bundestag sich mit einer Petition befasst, überhaupt nicht eine bestimmte Anzahl von Unterschriften, sondern jede Individualpetition wurde gleich ernst genommen. Da, als das Internet eingeführt worden ist, wenn man es jetzt mal kritisch sieht, kann man sagen, das Individualrecht ist relativiert worden und dann hat der Bundestag diese Zahl eingeführt, damit da, sagen wir, eine gewisse Schranke drin ist. Aber kritisch betrachtet wird heute die individuelle Petition ist in der Gefahr, weniger ernst genommen zu werden, als diejenige, die übers Internet so und so viele Klicks erhält. Das kann man auch problematisch sagen. Aber das Internet war in Bezug auf die Revolution, über die wir am Anfang gesprochen haben, eindeutig ein Katalysator. Also Sie können sich alle an die Bilder über YouTube erinnern. Wenn Sie sagen, ein Katalysator, haben Sie recht. Ja. Wenn ich sage, der Katalysator, also ich bin für mehr Partizipation, dass jeder, der will, sich möglichst intensiv einbringen kann und ich
sehe es überhaupt nicht, dass Partizipation und repräsentative Demokratie ein Widerspruch sind. Überhaupt gar nicht. Das Internet erleichtert Partizipation für diejenigen, die es nutzen wollen, vor allem wenn es um Informationsbeschaffung, Diskussion und Meinungsverbreitung geht. Das Internet ist aus meiner Sicht dann besonders problematisch zu sehen, wenn es als Entscheidungsmedium genutzt wird, also sprich elektronische Abstimmungen gemacht werden, weil es da eine besonders hohe Manipulationsgefahr gibt, nicht nur technisch, sondern auch durch diese Privilegierung der Zeitreichen. Und dann muss ich natürlich schon, jetzt sage ich mal gerade auch im Sinne des christlichen Menschenbildes, die Verschiedenartigkeit und gleichzeitig Gleichwertigkeit der Menschen zur Kenntnis nehmen und muss eben auch zur Kenntnis nehmen und das auch respektieren, auch wenn es meinem persönlichen Engagement oder Lebensbild nicht entspricht, dass jemand, der sich nicht engagieren will, der nicht partizipieren will, das gleiche Recht dazu hat und trotzdem das Recht hat, repräsentiert zu sein bei der Meinungsbildung. Ja. Also wenn Sie das zum Beispiel sehen im Bereich der Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die denken, Web 2.0, das müssen wir jetzt auch machen. Ja? Und dann machen sie so Web 2.0. Ja? Da steht dann Web 2.0 drauf, dann sind sie erstmal beruhigt, weil das machen wir jetzt auch, wir können jetzt zeigen, wir machen das. Aber wenn Sie das richtig und sinnvoll machen, dann müssen Sie als Unternehmen überlegen, wenn ich jetzt so einen Kanal aufmache, der ein Rückkanal ist, und da kommt etwas zurück, was mache ich denn mit der Information, die da ist? Also zum Beispiel gibt es das Negativbeispiel, Sie machen einen Facebook-Account auf und jemand fragt was und Sie antworten nicht. Dann haben Sie im Endeffekt eine viel negativere Auswirkung, als wenn Sie erst gar keinen Facebook-Account aufgemacht hätten. Und wenn Sie das aufmachen, müssen Sie die personellen und kräftemäßigen Ressourcen haben, darauf auch zu antworten. Sonst lassen Sie es lieber. Ja? Weil sonst hat man das Gefühl, da ist jemand, der fragt mich was, aber der will meine Antwort gar nicht hören. Das andere ist, man kann es ja unheimlich sinnvoll nutzen. Also wenn zum Beispiel für ein IT-Unternehmen, wenn die beobachten, was in den Kommentaren über ihre Produkte gesprochen wird und dann treten tatsächliche Fehler auf, ja, dann können die da unmittelbar darauf reagieren. Man kann sinnvollerweise diesen Rückkanal nutzen, muss das aber eigentlich ins eigene Geschäftsmodell einbetten. Man muss eigentlich sagen, das ist für mich ein Rücklauf. Ich binde das ein in ein Qualitätsmanagementprozess beispielsweise. Also das muss auch im Gesamtmodell verankert sein. Ich glaube, dass wir eine Änderung der Formate erwarten müssen, weil die Formate, die wir haben, sagen wir exklusiv nach dem Motto, wir schließen die Türen und sprengen unter uns. Und wer kommt, ist da und wer nicht da ist, ja, hat leider das gute Angebot nicht erfahren oder wahrnehmen wollen. Das, glaube ich, reicht nicht mehr aus. Also ich glaube schon, dass auch im Umfeld der Angebotsstruktur und der Formate selbst eine Veränderung stattfinden muss. Das ist aber noch nicht entschieden, ist noch nicht geklärt, wie das genau aussehen kann. So wie Sie jetzt bei den Medien fragen, ich habe letztens auch noch eine Debatte mit dem ZDF-Intendanten dazu gehabt, wo der die gleiche Idee eben hat, diese Informationsvermittlung und so weiter, und dann das Problem der Akzeptanz, Altersgruppen und so weiter. Da, glaube ich, werden wir drüber nachdenken müssen und werden unser Umfeld verändern müssen. Wie das genau aussieht, hat die Tage noch nicht erbracht. Wir haben Hinweise bekommen, welche Mittel alle einzusetzen sind, welche Probleme auch damit verbunden sind. Ich habe es jetzt zusammengefasst mit dem Begriff der Medienkompetenz. Das heißt aber nicht, dass der Einzelne nur die Kompetenz entwickeln muss, auch Institutionen müssen die Kompetenz haben, diese Medien einzusetzen. Werden sich die Institutionen damit ändern? Weil Sie haben ja schon, soweit inwiefern? Das Zeitbudget ist hier gerade genannt worden. Es ist ja so, ich meine, wenn Sie die Aufgabe haben, Seminare durchzuführen, Seminarteilnehmer zu akquirieren und dann sozusagen die Bude zu füllen, sage ich jetzt mal ganz einfach, dann ist es was anderes, als wenn Sie hier Chats im Internet besorgen. Auch die Zeit ist ganz anders verwendet und auch natürlich der Output, den Sie kriegen können, ist anders und Sie müssen auch neue Indikatoren schaffen, was sozusagen als Erfolg gilt. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das nicht so bleibt. Also Indikatoren als Erfolg, zum Beispiel Feedback-Kultur, ja? Das ja, zum Beispiel auch Erfolg. Hier das Qualitätsmanagement. Das heißt, wir machen ja Veranstaltungen, die sozusagen Kurzzeit in der Regel sind. Jetzt ist die Frage, was passiert davor, was passiert danach mit den Menschen? Und Sie haben vorher die Aufwärts in den Milieus geschrieben. Natürlich müssen die auf, aber Sie müssen sozusagen neue, milieuähnliche Formen schaffen,
dass sie Teilnehmer binden im Sinne aber der Akteure und nicht bloß der passiven Teilnehmenden an Veranstaltungen, die sie angeboten haben. Mhm. Und da sehe ich schon diesen Unterschied, Herr Wien, was die Frage betrifft unserer Strukturen und auch unserer Arbeitskonzepte.